So, Freunde, sind wir also fünfte Etappe der Tour auf Guangxi und heute einmal mehr zu Jinliu. Mit einer Attacke gleich mal vom Start weg versuchen wir es in die Spitzengruppe reinzugehen. Grund dafür ist natürlich die Sprintwertung, die nach nur einigen Kilometern schon wartet. Und da schauen wir, dass wir ein paar Punkte und vor allen Dingen Sekunden einfahren können, um hier Liu, um hier Liu weiterhin ganz weit vorne in der Gesamtwertung zu haben. Aktuell sind wir 10. mit nur 16 Sekunden Rückstand auf den Gesamtführenden, der nach wie vor Tom van Aspbroek heißt. Schauen wir mal, ob wir es dabei belassen können. Oder ob wir vielleicht sogar noch besser werden in der Gesamtwertung, wer weiß. Heutige Etappe ist an sich recht interessant, ich habe es schon mal gesagt. Allerdings sind die beiden Hügel, die es heute gibt, so ein bisschen zu weit weg vom Ziel, um wirklich relevant zu werden. Bin mal gespannt, es könnte dort durchaus Attacken geben bei diesem Anstieg oder bei diesen beiden Anstiegen. Aber so wirklich was passieren wird wahrscheinlich nicht. In der Bergwertung könnte es mal interessant werden. Eventuell, vielleicht aber auch nicht. Naja, wir werden sehen. So, Rojas hätte ich eigentlich ungern in der Spitzengruppe, weil der ziemlich gut im Sprinten ist. Und da ist er, willkommen. Oh Mann. Gar keinen Bock auf den. Denn der kann uns hier, glaube ich, ganz, ganz locker kaputt sprinten, wenn es hart auf hart kommt. Deshalb schnappen wir uns auch gleich mal sein Hinterrad. Auch wenn wir jetzt natürlich ganz, ganz hinten sind. Und jetzt gibt es den Sprint um die Punkte und naja gut, eine Sekunde haben wir geholt. Das war jetzt nicht das Beste, was uns passieren könnte. Aber gut, es ist okay, es ist okay. Es ist eine Sekunde, die wir aufholen. Immerhin. Ganz ehrlich, hier. Kein Bock schon wieder vorne in der Ausreisegruppe zu versauern. Wir schicken unseren Fahrer zurück. Zuojin Liu ist zu wichtig, als dass wir ihn da vorne haben wollen, um ehrlich zu sein. So, Ausreißversuch wird wahrscheinlich heute eh wieder eine schwierige Nummer, wie es auch schon die ganzen letzten Male war. Demnach, wer passt hier auf wen auf? Auf Kamerei wird hier aufgepasst. Okay, passen wir auf Liu auf. Könnte fürs Finale ein interessanter Fahrer sein. Direkt Energie ist ein bisschen unzufrieden mit dem Verlauf der Etappe. Deshalb machen sie jetzt mit 5 Fahrern Tempo. Wieder mal ist es Jonathan Iver, der Mann, der versucht, in die Ausreißergruppe reinzukommen. Ja, wir haben eine Sekunde geholt. Das ist schon mal ganz gut. Aber natürlich ist das jetzt auch nicht irgendwie Weltklasse. So, Iver ist jetzt vorne dabei. Und auch Pierre-Luc Perrichon hat es mal versucht. Der fährt die nächste Saison auch bei uns im Team, der Franzose. Jetzt greift Anthony Turgis an, wobei das hier gar nicht Anthony Turgis ist. Außer er wird... Außer es ist so ein Ding wie bei Tony Gallopin, der mittlerweile nur Tony Gallopin genannt wird. Früher hieß der auch einfach nur Anthony Gallopin. Ich denke mal, es ist ein richtiger Name und jetzt wird halt nur Tobi genannt, Tony Gallopin genannt. So ein bisschen wie bei Jupp Heynckes beispielsweise, den auch kein Mensch mehr beim richtigen Namen nennt. Oder Adi Hütter, falls den jemand kennt. So, Liu gerade aus irgendwelchen Gründen ganz, ganz viele Plätze verloren. Interesting. So, jetzt macht Androni Tempo. Also heute ist wieder so eine Etappe, die einfach nicht zurückkommt. Vorne Tür geht's und Iver, dann Squins, Perrichon, Kemner greift jetzt an, der ebenfalls nächste Saison bei uns fahren wird. Trademark? Nein, eigentlich nicht, aber ich sag das so oft, ey. Könnte meinen. Ja, mit seiner Attacke hat er jetzt Pierre-Luc Perrichon eingeholt. Oder PLP, wie er bei den französischen Fans auch oft genannt wird, liebevoll. Also, ja, hoffen wir mal, dass er ihm das nicht übel nimmt, wenn die beiden in der nächsten Saison beim Team C. Clerc zusammenfahren. So, weitere Attacke. Diesmal von der Mannschaft Androni Giocattoli.
Luisi ist es, wie auch schon die ganze Guangxi-Rundfahrt über. Der Junge ist einfach für die Attacken ja, verantwortlich. Wie für die Attacken gemacht. Jay Hindley war, glaube ich, der Junge, der diese Saison beim Giro im Real Life richtig, richtig gut abgeschnitten hat, beim Giro 2020. War, glaube ich, kurz davor, den Giro sogar zu gewinnen. Hat dann aber nicht geklappt. Am Ende hat ja. Boah, hab ich mich gerade erschreckt, Alter. Ohne Witz, das war gerade für mich wie ein Jumpscare. Ich hab mich gerade richtig erschreckt. Ich hoffe, euch ging es nicht genauso. Ich hoffe es echt nicht. So, weiter geht's. Leo ist gestürzt, aber alles im grünen Bereich. Es sind noch ganz viele Kilometer bis ins Ziel. Dementsprechend wird er wieder reinfahren. So sieht's aus. Also Glück gehabt, aber meine Güte, habe ich mich gerade erschreckt, ey. Alter Schwede. Das ist mir auch noch nicht passiert. Jumpscare hier bei PCM, ey. Pro Cycling Matches, the oldest horror game in Minecraft. So. Vorne also vier Fahrer: Tom Squeens, Luisi, Iver und Türgis. Bestplatziert in der Gesamtwertung ist Türgi aus der Delco Marseille-Mannschaft. Mit 55, auf Platz 55 mit 20 Sekunden Rückstand. Was so der Default-Rückstand ist, den halt alle haben, die bislang im Hauptfeld mitgefahren sind, nie abgehängt wurden, aber auch sonst nichts gerissen haben bislang. Und Liebe soll mal aufhören, sich die ganze Zeit so blöd zurückfallen zu lassen, warum auch immer es passiert. Kostet nur unnötige Kraft, die er im Finale auf jeden Fall noch brauchen wird. Bin mal gespannt, wie anspruchsvoll das Finale heute wird. Ob wir vielleicht mit Abel Örken heute etwas reißen können im Finale. Schauen wir mal. Erstmal sind noch vier Fahrer vorne. Gab es hier den Kampf um die Sekunden. Türgi gewinnt ihn vor Squeens und Luisi. Natürlich in Sachen Gesamtwertung auch nicht unwichtig. Denn es gab ja kaum Zeitabstände bislang. Und Tom Squeens ist ja einer derer, die noch gar keine Sekunde verloren haben, außer halt diese 20 eben, die die meisten haben. Außer Liu, der hat 16. Kann man sich ja gut vorstellen, dass die Medien in China ihn ganz schön feiern würden, wenn das hier im Real Life passieren würde. Überhaupt ein chinesischer Radprofi auf dem World Tour Niveau, der nicht nur da ist, um da zu sein. So, es gab ja einen bei Bahrain Merida, glaube ich. Ne? Erinnern wir uns ja dran, mit dem haben wir uns ein gutes Battle geliefert bei der chinesischen Meisterschaft der letzten Saison, in der Saison 2018. Das war ziemlich spannend. Aber so ein Chinese, der richtig mitfährt, der auch Etappensieger auf höchstem Niveau schon gefeiert hat, hat ja den Etappe beim Giro geholt zum Beispiel und und. Das würde bestimmt in China eine, ja, doch durchaus einen Radsportboom vielleicht auslösen. Auf jeden Fall wäre es eine Schlagzeile wert. So viel kann man festhalten. So, Luisi, Iver und Squeens sind vorne. Türgi hat sich jetzt leider verabschiedet aus der Spitzengruppe. Kann das Tempo nicht mehr mitgehen. So, wir haben den ersten kleinen Teaser-Anstieg hinter uns. Ein Anstieg der dritten Kategorie, wo jeder schon mal reinfühlen konnte, wie sind die Beine denn heute so? Hoffentlich gut. Denn sonst wird es gleich umso schmerzvoller. So. Auf geht's nach vorne.
wenn es nach vorne geht. Ich weiß ja nicht. So, Stari können wir mal ins Hinterrad schicken. Dann Liu, dann Erken. Machen wir hier so einen kleinen Hügelzug mal wieder. Al-Ali bei ihm kann das Ganze anführen. Wie gesagt, ich denke nicht, dass hier viel passieren wird. Es ist einfach zu weit weg bis ins Ziel, als dass hier wirklich irgendwie was Großartiges geschehen könnte an diesen Anstiegen. Aber better safe than sorry, sage ich nur. Lieber sicher, als dass du dich hinterher entschuldigen musst. Heißt der Spruch auf Hessisch, sage ich jetzt mal. So, Alex hier. Ja, das macht er super. Bringt die Getränke gut nach vorne. Und jetzt geben wir mal Gas. Drei Fahrer noch an der Spitze, 1,22er Vorsprung. Könnte vielleicht sogar was werden mit dem Ausreißversuch heute. Iver greift jetzt an. Da geht es natürlich auch um die Bergpunkte. Und Antwort Tolhoek hat sich kurzzeitig zumindest mal gedacht, doch so ein Angriff, das wäre doch mal was. Aber war dann offenbar doch nichts. So, erster Anstieg der zweiten Kategorie ist gleich geschafft. Dann geht es bergab. Und dann geht es hinein in den nächsten. 5 Kilometer. Ist der ungefähr hoch. So, Alex hier ist zurückgefallen. Hinten gab es wohl auch einen Sturz. Wie das da aussieht. So, Al-Ali Ibrahim versucht jetzt hier ein möglichst hohes Tempo anzuschlagen. Vielleicht kriegt man ja damit auch den einen oder anderen Sprintermürbe. Man weiß es nicht. Unter anderem Jan Sokol zum Beispiel, der auch ein Sprinter ist, irgendwie. Ja, aber viel Vorsprung haben wir natürlich jetzt nicht rausgefahren. Es wäre auch ein bisschen utopisch, das zu erwarten. 30 Kilometer bis ins Ziel. Iver wird jetzt eingeholt. Van Asbroek ist noch mit dabei, okay. Jetzt Josef Stari vorne, der hier die Gruppe über den Berg bringt. Vorne immer noch Luisi, der hat scheinbar eine richtig gute Tagesform. Nee, das machen wir nicht. Ich habe kurz überlegt, ob das eine Idee wäre, jetzt nochmal zu attackieren, aber das ist eigentlich voll der Quatsch. So, ganz vorne jetzt Josef Stari. Das macht er gut. Fahrer ist das Hauptfeld groß, aber ja, die hier hinten, die werden wieder rankommen. Ja, das Hauptfeld hat sich schon so ein bisschen in viele kleinere Felder verabschiedet. Ja, mal schauen, wie das hier jetzt noch weitergeht über die letzten 27 Kilometer. Die Abfahrt ist jetzt geschafft, das heißt, ich habe hier so eine USB-Festplatte am PC und das merkt man gerade, ne? Weil es die ganze Zeit düpp, 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 düpp macht. So, schauen wir mal. Wir geben natürlich hier Gas. Lindemann macht mit von der Lotto NL Jumbo Mannschaft. Und drei Fahrer aus unserem Team geben ebenfalls Gas. Nur Oerke nicht. Der hängt am Hinterrad von Leo, beziehungsweise passt jetzt auf ihn auf. So, 42 Fahrer groß jetzt das Feld. Da kommen wahrscheinlich gleich nochmal ein paar dazu. Aber gib ruhig weiter Gas hier vorne.
Wer weiß, zu was gut ist, ne? 20 Kilometer noch. Nils Pullitt auch mit dabei. Noch sind die 42 Fahrer vorne. Und der Rest des Feldes dahinter. Mit auch schon einem ganz, ganz guten Abstand. Schauen wir mal, ob es so bleibt. Luisi muss man wirklich bewundern. Von der Androni-Mannschaft. Der Junge hält die einfach immer noch auf Abstand. Wahnsinn. Also ganz, ganz viel Respekt für Luisi. Wie er das hier macht. Wirklich stark. Aber jetzt wird er eingeholt. Vom Hauptfeld. Ja, Pollitt gibt immer noch Gas. 59 Fahrer vorne. Es fehlen immer noch ein paar. Aber die allermeisten haben es natürlich jetzt mittlerweile nach vorne geschafft. Dafür war es auch lang genug, einfach flach genug. Sodass die sich da wieder reinkämpfen konnten. 10 Kilometer jetzt nur noch. 10 Kilometer jetzt nur noch. Hängen uns mal ans Hinterrad von Bettiol. Dem traue ich auf jeden Fall zu, dass er stark genug ist, um diese Etappe zu überstehen. Denn schwierig ist es jetzt schon. Koen Baumann macht jetzt Tempo. Für Lotto Nel Jumbo. Ja, und Liu kann man heute schon was zutrauen. Das ist eine schon brutal schwere Etappe. Das ist genau das, was Zhou Liu eigentlich kann. Er ist halt kein perfekter Sprinter, muss man sagen, aber er ist in der Ebene gut. Vielleicht kann ihm das ja auf den letzten Kilometern nochmal so ein bisschen einen Vorteil verschaffen. Seneschal, Sinkeldamm, Batalin, Walscheid, alle sind zu vorne. 5-Kilometer-Marke jetzt schon erreicht. Schauen wir mal, was hier jetzt passieren wird auf diesen letzten 5 Kilometern. Kamperei jetzt vorne. Ich würde sagen, unsere Jungs können wir jetzt eigentlich mal größtenteils rausnehmen. Die haben ihren Job getan. Die brauchen wir jetzt nicht unbedingt mehr vorne. Kamperei können wir jetzt auch rausnehmen. Vorne jetzt Enrico Barbin mit Plankert. Und jetzt sind genau diese kleinen Phasen. Die muss Leo eigentlich ausnutzen, wenn eben keiner Tempo macht. Zum Beispiel wie jetzt. Jetzt muss er kommen. Leo kommt. Letzter Kilometer. Zwurchen Leo gegen alle. Aber da reicht's nicht. Da reicht die Endgeschwindigkeit nicht. Timing war okay. Schade, er schafft es einfach nicht. Florian Seneschal gewinnt die Etappe. Fabio Sabatini ganz knapp geschlagen. Ah, und Leo wird Neunter. Schade, schade, schade. Da hat nicht viel gefehlt. Da hätte er hier fast den Heimsieg perfekt gemacht. Situation war gut, haben wir gut erkannt, haben wir gut ausgenutzt. Aber im Endeffekt war es dann einfach die fehlende Klasse im Sprint von Zhou Liu. Junge, was ist denn hier los in der Mannschaft? Berandas Willems stellt die letzten 5 Fahrer dieser Etappe. Das ist heftig. Das nenne ich mal einen Negativrekord. Und 3 fallen sogar aus dem Zeitlimit. Meine Güte. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oder eben doch. Ja, schade. Kein Sieg für Zhou Chenliu auf der 5. Etappe der Tour of Guangxi. Aber er zeigt sich mal wieder in einer sehr, sehr guten Verfassung auf jeden Fall. Das muss man ihm lassen. Hier sehen wir es. Der chinesische Meister links im Bild. Ja, gut reingestartet in den Sprint, aber im Endeffekt waren dann andere einfach schneller. Zum Beispiel Florian Seneschal aus Frankreich, der die Etappe gewinnt. Vor seinem Teamkollegen Fabio Sabatini und dem gelben Trikot Tom van Aspröck. Vierter Benjamin Thomas, fünfter Enrico Bataglin, auf Rang 6 Baptiste Plancard, siebter Andrea Pascalon, achter Tyler Finney, neunter Zhou Liu und zehnter Gregor Mühlberger. Und natürlich ist es Taylor Finney, nicht Tyler Finney, streng genommen. Van Aspröck bleibt vorne in der Gesamtwertung. 8 Sekunden jetzt vor Pascalon und Downey. Vierter Bettiol, fünfter Bataglin, sechster Plankert, dann Seneschal auf Rang 7, Sinkeldamm 8., Sabatini 9. und 10. Zhou Chenliu. 19 Sekunden Rückstand für unseren Chinesen.
In der Bergwertung führt jetzt Raphael Luisi aus der Androni-Mannschaft. Das hat er sich auch schwer verdient. 18 Punkte hat der Italiener vor seinem Landsmann Enrico Battaglin, der hat 12. Und dritter ist Alberto Bettiol mit 8 Punkten. Punktgleich mit Jonathan Iver. Dann haben wir die Punktewertung erstmal. Stimmt, Enrico Battaglin führt die an. 70 Punkte hat er. Van Asbroek auf Rang 2 mit 63 und Bettiol dritter mit 62. In der Nachwuchswertung führt Mark Downey 11 Sekunden vor Zuo Liu und 12 Sekunden vor Narváez und Beukering. Und in der Teamwertung jetzt die Mannschaft Dimension Data vorne vor Sunweb und Mitchelton Scott. Tja, so sieht's also aus. Doppelschlag von Quickstep, Seneschal schnappt seinem Veteranenkollegen Sabatini den Sieg weg. Neunter wird Liu, wie gesagt, ganz gut. Und kennt ihr Flo von OneFootball oder ehemalig OneFootball? Gewisse Ähnlichkeit ist da. Bei der Geburt getrennt, glaube ich. Grüße an Flokes23, wie er sich ja auf YouTube jetzt nennt. So, und damit haben wir nur noch zwei Rennen vor uns. Die letzte Etappe der Guangxi-Rundfahrt und den Japan Cycle Road Race. Das wird dann wahrscheinlich in der nächsten Folge dran sein. Schließung des Transfermarktes. Interessant. Der Transfermarkt ist nun geschlossen. Den größten Coup hat in diesem Herbst wohl Lotto und El Jumbo gelandet, als sie den Tourfahrer Vincenzo Nibali unter Vertrag genommen haben. Interessant, interessant. Hier stehen so ein paar Haupttransfers, aber wie gesagt, wir gucken uns die alle noch in Ruhe an, sobald die Saison dann also abgeschlossen ist. Als nächstes sehen wir uns, wie gesagt, den Japan Cup an. Ich werde gerne schon mal mit euch zusammen jetzt hier kurz die Auswahl der Fahrer vornehmen. Also McLay wird dabei sein, Fairbanks wird dabei sein. Und schauen wir mal ganz kurz, wer in dieser Saison viele Rennen gefahren hat und wer nicht. Biedermann hat viele, Fairbanks hat auch viele, Coolidge brauchen wir nicht unbedingt noch eins aufhalsen. Und dann passt das. Sala war offenbar viel verletzt, wenn ich das so sehe. Muss eigentlich so sein. Denn das wäre die einzige Erklärung, warum er so wenig Rennen gefahren ist. Oder er hat keine Grand Tour gefahren. Das kann natürlich auch daran liegen. Naja, kommt ja nochmal eins immerhin dazu. Toll. Wahnsinn. Pozzato, McLay und Fairbanks geben ihr Abschiedsrennen beim Japan Cup. Ja, von daher wird das natürlich auch nochmal eine schöne Nummer. Und Guangxi-Rundfahrt dann auch die letzte Etappe. Damit das letzte Rennen für Alexander Hier, Josef Stari und Jan Sokol im Trikot von Austriacars. Ach ja. Wie zufrieden ist der Sponsor? Der ist super zufrieden. Aber wir sind ja eh bei einem anderen Sponsor, ne? C. Clerc. Ab nächster Saison. Wir Triestina, FFWD und Shimano sind unsere Co-Sponsoren, was die Ausrüster angeht. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Zwei Etappen, zwei Rennen liegen uns noch vor uns. Dann gibt es noch die Transferfolge und natürlich auch Pressekonferenz, nennt man das, wo wir dann nochmal die Saison so ein bisschen Revue passieren lassen. Ja, und dann geht es auch schon in Richtung neue Saison. Und ich würde gerne auf den neuen PCM umswitchen, auf den 20er. Müssen wir mal schauen, ob wir es tun. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.